Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 15. April 2015 und dies ist die 11. Folge. Mein heutiger Gast ist Emanuel Kasparek. Und wir haben auch noch einen zusätzlichen Gast, der nicht von der Folge gesehen hat, also eher wahrscheinlich still sein wird, aber wir werden sehen. Max Sperger. Okay, passt. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ich freue mich. Ja, also fangen wir gleich einmal an. Emi, ja. Dein Background zu Cotoner Mittel. Kennst du es? Hast du irgendeinen Kontakt? Hast du schon davor eine Folge gesehen? Die drei Fragen jetzt einmal. Ja, also ich habe schon mal gesehen. Ja. Irgendwann, ich weiß nicht, mit 8 oder so. Und oh, es ist schon wieder Zeit her. Ziemlich lange. Es ist schon wieder Zeit her. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich weiß noch, dass das da hier der Lukas Resetaritz war, aber das war es dann auch schon. Okay, also du kannst dich noch an Resetaritz erinnern, aber nicht an die anderen zwei. Ja, überhaupt nicht. Okay. Ich habe mich bei Gustav das andere gegeben. Okay, gut. Ja, wie gesagt, das ist ja das, was die meisten Leute kennen. Ja. Weil es sind ja auch die meisten Folgen. Wie viele Folgen gibt es, weißt du? 19. Ja, und einen Film. Gar nicht mehr so viel. Ja, 19 und einen Film. Jedenfalls, okay, das ist dein Background dazu. Mhm. Du hast schon was gesehen. Wie war dein Background zu, wer hat dich da reingeführt? Das wird beim Papa gewesen sein, der wir das geschaut haben und ich bin halt gerade rausgegangen aus dem Zimmer. Okay, so wie meistens ist es der Vater, mit dem er sich anschaut. Genau. Okay, ich da hingesetzt und zugeschaut. Ja, freut mich. Wunderbar, haben wir das erledigt. Fangen wir gleich einmal mit der Folge selber an. Wie hat die dir gefallen? Ja, war schon sehr gut. Ja, sie heißt ja mal die Entführung, was absolut passend ist. Ja, was sie haben keinen Random-Titel gewählt, wie in manchen Folgen. Sie haben wieder einen gewählt, wo es wirklich um das geht, was es ist. Okay. Nämlich um eine Entführung. Und zwar eines berühmten Musikers. Und das wird angedroht. Wobei, es gibt eigentlich zwei Storylines in der Folge. Stimmt, ja. Das andere ist aber eine kleinere Storyline, ja, die wieder ein paar Gags reinbringt. Ja, absolut. Und zwar vielleicht, wenn ihr eine von den vorigen Folgen gehört habt, taucht der Horak wieder auf. Er kommt aus dem Häfen raus. Ja, nämlich, der war nämlich eigentlich ein großer Gangsterboss im Endeffekt. Okay, ja. Und hat so wirklich, er war wirklich so Crime Lord-mäßig. Er war der österreichische Kingpin. Ja, ja, okay. Ja, aber halt wirklich österreichisch mit dem fetten Schnauze. Und der Schmalzlocke, ja, und urgrindige Zähne. 80er halt, ne? Und urgrindige Zähne. Ja. Ja. Perfekt, ja. Also ein 1A-Bild von einem österreichischen Gangster. Krimineller, ja. Ja, genau. Und ja, das war die Side-Story. Genau. Er ist nämlich aus dem Häfen gekommen und hat gleich am Anfang ihn angerufen und gesagt, dass er ihn umbringen wird. Ja. Der Kollege hat abgekommen, ne? Ja, genau. Mit der Krücke. Ja, genau. Zuerst abkommen. Es ist ziemlich eigentlich sein Chef. Sein Chef. Er war früher sein Kollege, jetzt war, und er ist befördert worden und er, und der Kotter nicht. Achso, also der Pilch ist der Chef auch von beiden natürlich, aber genau, da, das ist der dazwischen. Genau, okay. Der Zernatsleiter ist eben der Schremser. Okay, ich auch. Ja, genau. Schremser heißt er. Schremser, ja, genau. Kugelschreiber. Entschuldigung. Der beste Kugelschreiber ist ein Bleistift. Das muss ich mir noch merken. Ich muss mir das gleich mal alles anschauen. Da. Okay. Interessiert mich. Und gleich das Erste, was er hier macht, ist mit seiner, in der ersten Szene, um mal von der Folge selber zu reden, von der Struktur. Das Erste, was er macht, ist, er fährt mit seiner Frau, der Cotton, ja, spazieren. Voll. Stimmt. Und ich habe erst mal geglaubt, das ist nicht seine Frau, sondern seine Mutter. Ja, eben. Weil sie ja immer noch die gleiche Schauspielerin von der allerersten Folge genommen haben. Und der Cotton damals war halt viel älter, okay, also hat das besser zusammenpasst. Ja, okay. Jetzt ist es halt ein bisschen weird, dass sie halt doppelt so alt ist wie ich er. Ich habe halt geglaubt, das hat was mit den 80er Jahren versucht. Dass ich halt geglaubt habe, 80er Jahre versucht, das muss eine alte Frau sein. Also das ist halt einfach so ein Stock im Kopf, keine Ahnung. Ja, kann schon, ist schon okay. Man hat mal seine Hang-ups. Ja. Ja, jedenfalls, und er fährt mit ihr spazieren und das Erste, was er macht, ist, er redet mit dem Publikum wieder. Und er singt, ne? Ja, er singt. Ja. So. Ja, und das findet sie gar nicht toll, weil sie sagt, na, gibst wieder an. Genau. Ja, eben. Ja, also, das war schon mal. Weil er auf Englisch singt wahrscheinlich, oder? Ha? Kann sie Englisch? Ich hab das irgendwie so mit. Ja, es war Englisch. Er singt Englisch und sie versteht es nicht oder so, keine Ahnung. Nein, sie Sie mag es nur nicht, dass er singt. Ja, weil er halt eine Karriere hat und sie kann sich überhaupt nicht erfüllen in irgendwas. Ah, okay. Und sie hat immer wieder in manchen Folgen angedeutet, dass sie ihn vielleicht umbringen will. Das hat sie ja wieder getan, glaube ich. Ha? Nein, er hat ihr angedroht, dass er sie
Orgel. Abwirkt, ja. Ja, nein, es ist ein sehr, sehr. Okay, eine merkwürdige Beziehung. Das versteht sich auch dann später das mit der Prostituierten. Ne? Ja, aber dazu kommen wir. Da kommen wir noch dazu. Also die Folge ist eben in zwei Storylines geteilt. Wir haben wieder die typischen Sachen. Die Fourth Wall wird gebrochen, also der Cotton oder jemand anderer spricht mit dem Publikum, was heißt, dass die Folge selber weiß, dass sie Fernsehen ist, also kann sie machen, was sie will. Spaß haben, ja. Spaßiger. Ja. Genau, und dann haben wir wieder die Kaffeemaschinen-Szene. Ja, genau. Da habe ich ja schon zuvor gehört. Die eine der großartigsten Kaffeemaschinen-Szenen bis jetzt ist, weil gleich zwei Dinge passieren. Also nein, es sind zweimal die Kaffeemaschinen-Szenen. Ja. Die Kaffeemaschine ist wieder mal daran dabei, den Pilch komplett in den Wahnsinn zu zerstören. Er traut sich erst mal nicht mal hin. Das erste Mal kriegt er ja vom Kotter einen Kaffee gelöst. Und er hat den Kaffee schon, aber dann kommt der Schrammel und schüttet ihn um. Nein, er fällt hin. Ja, er holt das Geld, was der Cotton vorfallen hat lassen. Ja, genau. Also man könnte meinen, dass der Cotton gewusst hat, dass der Schrammel das rausholt. Er hat man muss schon sagen, der Cotton ist der österreichische Sherlock Holmes. Ziemlich. Er kann so 5-6 Schritte vordenken. Kommt dann nicht so gut rüber beim Sherlock Holmes, aber wenn man sich das näher durchdenkt, genau. Das hat schon seine Effizienz. Ja, genau, richtig. Also der Schrammel eben sorgt dafür unabsichtlicherweise, dass der Pilch das erste Mal seinen Kaffee verliert. Genau, der Pilch hat gesagt, weil er den Kaffee bekommen hat, und er hat dann gesagt so, umrühren. Der rührt dann um und er sagt dann, energischer. Ja. Genau, richtig. Der Pilch hat einen sehr, sehr, sehr eigenartigen Weise. Ja, ein merkwürdiger Mensch. Ja. Genau, und die zweite Szene war dann eben, er löst sich gerade einen Kaffee, der Pilch, und der Cotton kommt gerade vorbei. Mit dem Schrammel, glaube ich. Genau, und nimmt die Fernbedienung aus der Hosentasche, wo auch immer er hat die Fernbedienung her. Der Kaffee kommt runter in den Becher und der Kaffee ist fertig und plötzlich, schwupp, ein Loch und der Kaffee verschwindet. Ja, genau, weil der Cotton immer auf die Fernbedienung gedrückt hat. Und der Pilch regt sich auf und dann... Die Kaffeemaschine beginnt zu sprechen. Ja, und hat anscheinend... Ja, eben, genau, richtig. Und es ist wirklich AI Coffee Machine. Sie hat gesagt, sie schon wieder. Kein Kaffee für Präsidenten, niemals. Es ist die lächerliche Version von Hell 9000 aus 2001 Odyssee im Weltall. Habe ich noch nicht gesehen. Das ist nett, aber da ist der Hell 9000. Diese Maschine, schon. Und das ist die billige künstliche Intelligenz-Version, weil er in einer Kaffeemaschine eingesperrt ist. Er kann niemanden umbringen. Also was macht er? Er ärgert. Er versaut den Kaffee, ja. Genau, also das passiert. Dann, was auch wieder typisch war, der Schremser dichtet wieder versucht wieder einen Werbespruch zu dichten. Für was war das? Für einen Forellen. Ja, aber einfach nur so? Nein. Hat er keinen Gast? Ich habe das irgendwie so geglaubt, dass er einen Gast versucht. Er ist eben entlassen worden von der Agentur, okay. Weil er in den vorigen Folgen zum Dichten hat angefangen. Also Werbesprüche dichten und der Cotton hat ihm halt immer geholfen. Und dieses Mal war es eben so, dass er schon entlassen worden ist von der Agentur, aber er hat einen Arbeitskollegen von der Polizei eben gehabt, der halt noch viele alte Forellen hatte, die er irgendwie verkaufen musste. Das versucht er dann. Und dann hat er ihm gesagt, der muss halt eure Forellen verkaufen oder so irgendwas. Fischers Fritz fischt viele frische Forellen. Ja, genau. Forellen, frischen, Fischers, Fritz. Nagel aus der Ja, genau, gesagt. Richtig. Genau, das passiert. Aber er hat sich aussprechen können, er hat sich vorgestellt, dass er eben ein Zungenbrecher sein soll. Ja, eben, genau. Nee, großartig. Und ziemlich. Und ich glaube, das waren eben die Standarddinger, die eigentlich jedes Mal, das sind die Running Gags. Also, da wird immer gereimt ein bisschen, okay? Ja, die Running Gags, die halt immer wieder vorkommen. Was ist die letzte Folge rausgefallen aus dieser Agentur? Oder Nein, das ist einfach zwischen den Folgen anscheinend irgendwie passiert. Okay. Anscheinend haben sie sich gedacht, fuck, der Witz hat anscheinend nicht funktioniert. Ich werde es rausfinden, ob er in der nächsten Folge wieder dichtet. Hört auch in der nächsten Folge von The Recording wieder mit, um rauszufinden, ob Schremser immer noch am Dichten ist. Ja. Werbung? Ja, genau, wenn ich Werbung hätte. Ja. Ah, ja, übrigens, alle Folgen sind unter Creative Commons drunter gestellt. Das heißt, ihr könnt sie gratis runterladen, ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt, ihr könnt sie remixen. Hauptsache, ihr sagt meinen Namen dabei.
Das ist alles, was ich brauche. Kleine Eigenwerbung. Und darum geht es ja auch in der Folge. Um Publicity. Richtig, das ist ja, schön übergangen. Schau, boom. Schau, das ist im Flow heute. Ja, voll. Ja, weil also das ist eben die Hauptstory, ne? mit dem entführten Herrn Stefan Weber. Genau, richtig. Also es geht ja darum, dass der Stefan Weber einen Anruf bekommen hat, dass er entführt werden. Wie heißt er denn in der Folge? Das habe ich nicht mitbekommen. Robert Wellner. Ja, sie haben einfach einen anderen Standardnamen genommen und so Stefan Weber, Robert Wellner, das ist mehr oder weniger das Gleiche. Ja, und er schaut ein bisschen aus, in dem Fall, das eine Kostüm schaut ein bisschen aus. Den Leoparden-Zeugs? Ja, genau, richtig. Ja, von Queen, der Freddie Mercury. Ja, genau. Ein bisschen, mit längeren, grindigeren Haaren. Das ist die österreichische Version, so wie vorher die österreichische Version von einem. Es ist alles die österreichische Version von etwas. War nicht sehr sauber, hat nicht sehr sauber ausgesehen, aber ich glaube in den 80ern war nicht viel sauber. Bin ein 90er. Ja. Er hat den besten Schnauzer. In der ganzen Folge, er hat den besten Schnauzer. Nein, ich weiß nicht. Mir gefällt der Schnauzer vom Borat schon irgendwie besser. Der war richtig böse. Ja, okay. Das war so richtig böse. Der hat ausgeschaut, als würde er dich gleich vergewaltigen. Wohingegen der vom Robert Wellner, aka Stefan Weber, eher danach ausgeschaut hat, dass er dich umschmeichelt. Ja? Und der dir Gutes sagt. Ja? Das ist nicht so ein aggressiver Schnauzer wie der vom Horak. Ja. So, wenn man auf sowas steht. die Borsten sind ja schon fein. Ja, okay. Naja, okay, ja. Auf jeden Fall wurde der angerufen, von wegen, dass er entführt werden soll. Oder dass er, also nein, plötzlich, er soll ja 2 Millionen Schilling. Die 1980er Schilling, ja, okay. Das ist nicht wenig Schilling. Ich weiß. Das ist nicht wenig Schilling. Inflation und so, ich kenne das. Das sind 35 Jahre Schilling, die du da einrechnen musst. Entschuldigung. Verdopplung eigentlich. Nur 1 Million. Ha? Nicht nur 1, sondern 2. Nein, sie scheißen nicht rum. 500 nicht. Milliarden Dollar. Ja, genau. Und er führt den kleinen Finger zum rechten Mundwinkel. Schau, die Amerikaner haben das sicher gesehen und dann haben sie die ganzen Filme der 80er und 90er basieren nur auf Kottern. Ja, ja. Das sicher. Ist eigentlich das... Austin Powers Geheimnis. Ja, genau. Ja. Und ihm wird angedroht, dass er entführt wird, wenn er nicht die 2 Millionen Schilling zahlt. Ne? Die er nicht hat. Die hat er nicht. Sagt er selber, dass er 2 Millionen Schilling nicht hat, also sucht er die Hilfe der Polizei auf. Genau. Die natürlich in Form vom Kottern und vom Schrammel und vom Schremser ihm helfen soll. Ja, obwohl sie Morddezernat sind und das überhaupt keinen Sinn macht. Aber warum? Nein, das Morddezernat hat schon mehrmals nicht Arbeit gehabt. Während der Folgen. Damals in den 80er war Wien noch ziemlich friedlich. Wie war das? Favoriten ist der Ort. Jeden zweiten Tag ein Mord. Wirklich? Ja. Was ist das? Ist das ein Werbespruch? Nein, wie war denn das? Das war aus irgendeinem Lied. Das ist eine österreichische Hip-Hop-Band. Deine Mutter Records. Deine Mutter Records. Ja, ja. Oh Mann. Wir haben jetzt auch ein Gratis-Plug bekommen. Ja. Gern geschehen. Ja. Entschuldigung. Okay. Kein Problem. Okay, also großartig. Die übernehmen, also das Morddezernat übernimmt manchmal Fälle, die nicht für sie sind, weil sie eben keine Arbeit haben. Ja. Also, das geht dann, genau dann ist er am Arbeitsamt. Geil. Ja, deshalb kann er auch Werbeslogans machen und herumsingen, ne? Ja, genau. Man nichts zu tun hat. Ja, und dann kommt eben der Robert Wellner war das, gell? Genau. Kommt dann eben zu ihm und hätte gerne die Hilfe von ihm. Ja, richtig. Und das passiert auch. Sie stellen den Schremser. Als Aufpasser irgendwie. Nein, den Schrammel stellen sie als Aufpasser. Richtig, der Schremser könnte nicht den Schrammel stellen. Der Schremser und er versuchen halt den Fall währenddessen zu lösen. Genau. Ist eine gute Strategie, weil wir wissen ja, dass der Schrammel ziemlich unfähig ist. Das kommt dann noch. Und das kommt gleich in der nächsten Szene. Da komme ich, glaube ich, zum vorher schon, oder? Nein, weil der Wellner ist ja beim... Sie versuchen Kottern und sie gehen dann raus. Und wie sie rauskommen, kommt eben dieses grüne, türkise, blaue Auto vorbei. Und versucht den Robert Wellner umzuführen und den Kottern. Unabsichtlicherweise auch den Kottern genau, und den Schrammel. Schrammel ist ja schon auf der anderen Straßenseite. Er versucht da daneben in den Reifen zu schießen. Mit seiner fetten Magnum. Ja. Holy shit, eine 45er. Aber es funktioniert halt nicht. Er versucht zweimal zu schießen. Aber sie schießen. Aus Frust wirft er sie auf den Boden und dann löst sie aus. Und trifft das Heckscheibe vom Auto. Okay. Ja.
Genau, was ein großartiger Special-Effekt damals wahrscheinlich gewesen ist fürs österreichische Fernsehen. Worauf ist da ist ein Drittel reingeht. Des Budgets reingegangen in die Szene. Das andere Drittel mit dem schönen Tanzen. Ja, Na, bestimmt, da kommen wir dann auch. Vor allem die Zensurbehörde. Was die so hier, ja, ZDF, das geht schon leichter mit dem ZDF. Hier hast du 5000 D-Mark. 5000 D-Mark? Ja. Das sind 80er D-Mark, die sind ja nicht so viel wert gewesen wie die D-Mark. Ja. Absolut. Wir schweifen schon wieder ab. Sie gehen dann wieder rein. Genau, richtig. Und sind dann beim Maskenbilden, also beim Maskendesigner, das weißt du was, Gesichtserkennungs... Wie heißen die? So eine Person, die ein Gesicht malt, von einer Person, die beschrieben wird. Er malt die beschriebene Person. Okay. Ja, also der Phantombildzeichner. Richtig. Der Phantombildzeichner. Schönes Wort. Der Phantombildzeichner. Ja, wobei sich alle drei dann streiten, einerseits wie ausgesehen hat, ja, ob genau. Die Mundwinkel höher oder tiefer sind, ja, die Stirn höher oder ja. Die Augenbrauen zusammengewachsen. Der kriegt dann Zuckerst. Ja, der sagt, scheif mal drauf. Ja, genau. Scheif mal drauf. Darf ich scheif sagen? Oder darf ich schimpfen? Gibt's da? Nein, das ist scheißegal. Es ist scheifegal. Ist mir scheißegal. Mama hat immer gesagt, ich darf nicht schimpfen. Ja, ich weiß nicht, hört sich die den Podcast dann an? Ich werde es der Mama zeigen. Hallo Mama, liebe Grüße. Und den Papa auch. Ich glaube, den Papa interessiert das mehr. Ja, genau, das wäre erst am Ende der Folge. Der muss dann, Entschuldigung, ich komme nochmal darauf zurück. Ja, genau. Und dann kommt dann, kann sich der Weber, also der Wellner, Wellner, ja. Daran Wellner erinnern Weber, ja. An die Nummer von dem Wagen. Genau. Und was kommt raus? Sie gehen zum Mainframe-Computer von der Polizei. Das Riesending. So ein mega, das wird wahrscheinlich eine IBM oder so Anlage sein. Ja, so aber da kannst du scheiß rauben. Halt mit Magnetbändern und allem drum und dran. Stellt euch einen James Bond aus den 80ern vor mit Q. Ich stelle mir Wargames vor. Also mit Wargames kann man das, glaube ich, gut beschreiben. Ja, das ist nur der Bildschirm war ganz, ganz klein. Ja, genau. Und es gibt keinen Zug, der dich nicht verlieren lässt. Ja. Jedenfalls finden sie dann raus, wer den Wagen besitzt. Richtig, ein Deutscher namens Heinrich Heine? Nein. Ja, genau. Heinrich Heine. Der Name gibt es nicht. Und dann sowohl der Kottern als auch der Kottern und der Schrammel, der Kottern und Schremser. Schremser. Hoppala. Das ist wie das Bier, gell? Ja, Schremser, ja genau. Schremser. Und die zwei glauben, dass eine Fahndung doch vielleicht anständig wäre. Und der Pilch ist halt der Einzige. Den Namen gibt es nicht. Ja, nein, das ist der Einzige, der erkennt, dass Heinrich Heine halt der Autor ist. Und nicht der, dass es auf einen falschen Namen zugelassen ist. Ich habe es falsch rum geglaubt, eigentlich. Du kennst Heinrich Heine. Oh ja, aber ich habe geglaubt, dass er als einziger Idiot glaubt, dass Heinrich Heine kein echter Name ist. Oh, das falsch auf, aber das wäre natürlich auch eine Interpretationsmöglichkeit. Aber da es ja im ganzen Film dann keinen Heinrich Heine gibt, von daher hast du eigentlich, glaube ich, deine Theorie hat mehr Rehwag als meine. Rehwag? Ja. Okay, cool. Ja, wurscht. Jedenfalls, was dann passiert ist eben, dass sie nach Hause gehen. Nein, der Schrammel geht erstmal seine Waffe umtauschen. Ja, genau. Oh ja, beste Beschwerdeecke. Genau. Sie sind Mediamarkt oder was immer das war? Nein, ein Konrad? Ein Obi oder so, oder? Weil es waren hinten Leuchten. Wo kauft man eigentlich Waffen? In einem Waffengeschäft. Ja, aber nicht beim Obi oder auch nicht beim Mediamarkt. Ja, er hat ja gesagt, dass es eine billige Aktion war, wo es gekauft hat. Richtig. Vielleicht war das so, was. Ja, geht auf jeden Fall zur Beschwerde. Zahle 500 Obi-Punkte ein und dann kriegst du es statt für 500 um 250 Schilling oder so. Jedenfalls, drückt er die Waffe in den Bauch. In die Hand erstmal. Nein, er drückt es ab vor ihm. Er drückt sie mir in den Bauch. Ja, er drückt die Ladewaffe. Funktioniert nicht. Der Schrammel und drückt ab und es passiert nichts. Gibt sie dann in die Hand oder nimmt sie aus der Hand? Ja, genau. Und drückt zweimal in die Richtung, also drückt sich auch nichts. Passiert nichts, dann drückt er sich in die Brust und BOOM! Ja, und er schießt sich selbst. Und der Bedienste fällt zu Boden, der Schrammel ist frustriert, nimmt die Waffe, geht wieder und dahinter sind die zwei, was war das? Ein Ehepaar, wo der Mann sich versucht umzubringen und hat einen gerissenen Strick um seinen Hals. Um seinen? Ja! Ich habe nur gemerkt, dass er dann mit einem Telefonkabel auf den Tisch geklopft hat. Hey, aufstehen! Das war der Rest vom Strick. Was? Das war das abgerissene Strick. Er hat versucht, sich umzubringen, der Typ, und beschwert sich, dass es nicht passiert ist. So kleine Sache, die man übersieht. Nein, der Detailreichtum bei Kottern ermittelt ist großartig. So viel Liebe zum Detail, glaube ich, gibt es in sehr wenigen Medien jetzt noch. Das ist großartig. Jedenfalls, und dann... Also dann erschießt der Schrammel noch einen Typen. Richtig, wenn er vorbeigeht.
An einem Mann auf einer Leiter. Ja, und er schießt einfach nach oben und trifft ihn. Boom, und der Mann fällt herunter. Das heißt, der hat doch einen Mord. Ja, eben die zwei Morde werden nicht gelöst. Richtig. Selbstmord und der Mord. Ja, Selbstmord. Ich weiß nicht. Totschlag. Ja, versuchter Totschlag, der geglückt ist. Beihilfe zum Mord. Weil es nicht verhindert hat. Beihilfe zum Selbstmord. Naja, genau, richtig. Ja. Also eine Person hat der Schrabbel auf jeden Fall. Aber da kann man halt wieder davon ausgehen, dass es eigentlich noch Spaß gemacht hat. Dass es Spaß war. Also eine Spaßszene. Ja. Wie du schon am Anfang erwähnt hast, dass das Ganze eigentlich eher spaßig sein soll. Aber wirklich? Also hast du... Genau, das wollte ich nur fragen. Ist es das, was du erwartet hast, zu sehen? So 70%, ja. So ein österreichisches Schmierwürfel. Und 30% Insanity. Ja, geheime Zutat. Ja, genau. Professor X. Ja. Und dann sehen wir eine Szene, wo der Cotton bei sich in der Familie, bei der Familie wieder ist und mit seinem Sohn, redet, der der beste Punker, was auch immer, Mischmasch aus einem Punker, einem Greaser und seinem Dad ist. Ja, weil obwohl er seinem Dad überhaupt nicht sieht und auch die ganz anderen Haarfarben. Ja, es ist... So, sie haben so, wen nehmen wir, der den Cotton seinen Sohn spielen soll? Du! Der macht ziemlich alt, gleich alt ausgesehen irgendwie. Ja. Also, ich glaube nicht, dass der... Das sind vielleicht nur ein paar Jahre Unterschied, das ist mir gar nicht eingefallen. Komisches Caster. Ja, jedenfalls, und sie spielen auf einem Atari 2600. Ja, so ein Western-Spiel. Urgut! Das ist das erste Mal, dass ein Computerspiel vorkommt in Cotton Ermittel. Bis jetzt haben sie nur auf so komischen Plastikgeräten rumgedrückt. Cool. Und das ist das erste Mal, dass sie ein Computerspiel hatten. Und das ist ja großartig. Die Sounds haben sie gut eingefügt. Die waren nämlich nicht die Original. Nein, überhaupt nicht. Der Atari hat Urscheiß-Sound. Ja, nein, wirklich. Ich hatte keinen Atari. Mein Papa hat eine NES. Ich hab mal damit spielen dürfen beim Freund. Der hat vom seinem Dad... Funktioniert noch immer, oder? Ja, die Dinger sind nicht zum Umbringen. Du kannst jetzt noch einen relativ günstigen Atari kaufen. Ja. Und vor allem, das wirklich Tolle ist, die Cartridges, also die Spiele selber, sind zum Teil urbillig. Also Missile Command kommt so für 2 bis 5 Euro. Missile Command ist das, was wir gesehen haben? Oder? Nein, das war Shootout oder Django oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kenn's, aber... Django haben sie mehrmals gesagt. Kann schon sein. Dass ja, das jedenfalls ein Western-Shooter. Western-Shooter, es sind Strichmarkzeichen und man sieht halt einen schemenhaften Kaktus. Das macht es einen Western-Shooter. Und die Patronen prallen an der Wand ab. Ja. Wie Pong, du darfst du den Ball nicht erwischen, sondern sie haben die Engine vom Pong genommen und so, okay, wir legen einfach über die Balken Maxsäulen und dann in der Mitte noch, statt der Mittellinie, einen Kaktus. Ja, schlecht. Aber schon fortgeschritten als Warcraft. Und es stellt sich eben heraus, dass der Sohn ein großer Fan vom Robert Bellner ist. Ja, genau. Und dann... Auch sogar den Fanclub führt. Genau, einer von 5 Personen. Wie der Vater von seinem lokalen Fanclub. Lokaler Fanclub. Der Vater schon an. Ja, und es ist, und ich schätze mal, dadurch, dass es in einem großen Gemeindebau ist, wo sie wohnen, wird das wahrscheinlich von dem Gemeindebau sein. Aber oder von seiner Schule. War die Frage. Wir haben das noch nicht rausgefunden. Ja, das wird sich noch zeigen. Also, es war eine Mischung aus Simmering oder Transdanubien. Also, was immer das sein kann. In den Kommentaren könnt ihr mir sicher schreiben, wo Cotton ermittelt, also der Cotton selber mit seiner Familie wohnt. Oder in ganz Wien. Ja, genau. Wo er wohnt, war die Frage. Ja, richtig, genau. Wer das rausfindet, darf sich was wünschen für die nächste Folge, was ich sagen soll oder irgendwas tun soll. So wie Pussy links, Pussy rechts. Ja, genau. Das ist ein Callback zum Dezember. Ich bin der Emi mit den Bierdosen, ja. Ja, stimmt, genau. Die Crossviewers, die mich nicht kennen, aber den Emi. Hier ist etwas vom Emi. Bierkalender. Ja, genau. Nein, Pussy links, Pussy rechts. Oder Pussy links, Pussy rechts. Ja, genau. Bis dann. Das sagt man eigentlich am Ende. Ja, genau. Also ich sag das dann. Ja, genau. Und dann habe ich ihm geschrieben, Emi will einen Mord sehen, weil er schon die ganze Zeit urgeil darauf ist, dass jemand stirbt, aber es passiert einfach nicht. Ja, auf die Leute, der Typ auf ja der, aber auf du wolltest einen Mordfall haben. Ich habe halt geglaubt, dass der Herr Wellner dann eben ermordet wird bei dem Konzert, wo er dann, der Cotton mit seinem Sohn halt hinmarschiert, um ihn halt zu bewachen, mehr oder weniger, oder mit überwachen. Ja, dass richtig. Er nicht entführt wird. Und was dann prompt passiert, was während dann, dem Konzert. Ja, Moment, weil das Konzert ist mal sehr merkwürdig. Das muss ich noch erwähnen. Oh, das ist ein großartiges Konzert. Das war sehr merkwürdig. Das fängt damit an, dass er auf die Bühne kommt und die unsere Personen in Kutten anfangen zu sprechen. Nein, ich muss über Steirer. Lodenjank und Steirerhüte. Ja. Lodenjank und Steirerhüte. Das ist auch der Song. Der Kaisen, der Song? Nein, ich weiß nicht, weil wie der Song heißt. Weil da kann man nur noch so ein...
Hast du nicht auf den Text gehört? Ich habe da nichts verstanden. Das war irgendwas. Und die Musik war so abnormal. Und die Leute in der Menge, also ich kenne nur Metal-Konzerte, ich sag's wie es ist. Aber das sind die Leute normaler bei den Metal-Konzerten als auf diesem Konzert. Die Leute stehen noch immer als ob sie... Oh, als nein, ob sie, ich glaube, die sind auch auf anderen Drogen. Ja, ich Metal-Konzerte sag, was für Drogen auch immer das sind. Kottern ist, Metal-Konzerte ist in erster Linie Bier. Ja. Oder ein weißer Spritzer. Ja, aber ne, das kann schon was. Erfrischend. Nach bei der Arena darfst du einen weißen Spritzer nicht kaufen. Da wird dir nur schlecht. Was vertun die da rein? Doppel-Doppler? Ja, ich glaube mehr Wasser als Wein. Aber Doppel-Doppler. Einfach ein Doppler und du hast dann noch einen Doppler gespritzten neben dem Doppler. Ja, ganz billig. Doppel-Doppler. Aus dem Karton. Ja, genau. Es schmeckt nicht gut. Ja. Das Bier ist Zipfer, was auch nicht wirklich das Wahre ist. Aber es ist nicht nur Tankstelle allzu weit entfernt. Also ja, zur Tankstelle mal schön, das geht schon. Also, jedenfalls, ich sag ihm, und ich will, oh, Amy will ihm einen Mord sehen, aber es passiert ja einfach nicht. Und, ich denk schon. Und er wird entführt. Ich denke schon, dass bei dem Konzert dann eben, dass er dann eben mit Gift vergiftet wird, weil er mit Champagner. Ich dachte, das wäre Bier gewesen. Dass er herumspritzt mit dem Bist du blind? Das war eine fette Champagnerflasche. Deswegen hat man eine Brille, damit man nicht blind ist. Ich muss auch schreiben, ich bin keine Frau, ich habe kein Multitasking. Oh, also ich glaube erst, dass er aus der Menge erschossen wird oder so, ja, und dann habe ich geglaubt, dass er vergiftet wird, weil er schon so rumspannt. Aber das war einfach nur absolut Auftritt. Legitime Ideen. Gedanken, ja. Gedanken, aber es ist die halt Gedanken sind frei. Ja, genau. So wie dein Kopf. Richtig. Was? Das war nein, das war, ja, so wie in deinem Kopf. Die Gedanken sind frei und er hat gesagt, ja, so wie deiner. So wie dein Kopf, ja, das hat er, genau, hat er zu seinem Sohn ja gesagt. Nein, zum Schrammel hat er es gesagt. Das kommt erst viel später. Aber jedenfalls, gehen wir weiter in der Storyline. Also er wird entführt, genau. Genau, er wird entführt. Sie versuchen sie zu verfolgen, aber verhaspeln sich in Paris. Richtig, wo dann die Mutter vom Cotton plötzlich auftaucht. Ja, es ist weird. Nein, also sie sind in einem Keller oder so. Er wird entführt. Es war doch das mit den Polizisten zuerst, ne? Ja, genau, richtig. Ja, der Polizist gibt sich als Polizist aus, aber ist keiner. Der Cotton vergisst seine Marke, also ist auch nicht suspicious. Also ist er sehr suspicious und kann nicht rein zum Herrn Wellner. Ja, genau, richtig, weil er nicht reinlässt. Darauf geht der Polizist hinein, sperrt zu und setzt den Polizist auf und dann entführen sie ihn. Genau, genau, richtig. Ich wollte nur Sachen erinnern, die ich mich noch erinnern kann. Jedenfalls, und dann gehen sie bei der Verfolgungsjagd nach unten. Genau. Und sie laufen. Sie laufen beide so gut. Sie rutschen. Ja, naja, weil sie urglatte Lederschuhe wahrscheinlich haben und auf dem Linoleumboden. Das ist eine Schlitterpartie. Jedenfalls. Dann machen sie eine falsche Tür auf und hinten ist sieht man den Eiffelturm. Ja, und das ist Paris. Pariser Musik. Und es ist eindeutig, dass es geklebt ist, einfach auf die Wand. Also weil es war kein Greenscreen oder so damals. Ja, bitte. Von was redest du? Und dann machen sie. Und er so, aber das haben wir ganz falsch. Oder so irgendwas. Ja, sagt so irgendwie. Dann. Und, sie, und dann machen nein, sie. Nein, nein, der Sohn sagt, das ist immer falsch und geht weg. Und der Kotter macht auch so, ganz falsch. Ja, genau. Boom. Sie versuchen dann einen anderen Weg zu gehen und dann kommt die Mutter von ihm entgegen. Genau, und richtig. Und ja, genau, sie, weil er glaubt wieder, weil die Mutter hat immer wieder bei Fällen mitgeholfen, obwohl der Cotton das nicht mag. Okay. Und er glaubt wieder, dass sie ihm helfen will. Aber in Wirklichkeit will sie nur zu Paris. Ja. Und irgendjemand fängt dann an zu singen. Das war's. Mhm. War das sie? Nein, das war schon eine Männerstimme. Ich glaube, das war eine Männerstimme. Naja. Dann, genau. Dann sind sie eben, haben sie ihn verloren. Genau. Und dann geht er nach Hause, der Cotton, nach verlorener Verfolgungsjagd und versucht, hat natürlich auch noch seinen Schlüssel vergessen. Genau, nicht nur die Marke, sondern auch den Schlüssel. Ja, und was macht er zum Türaufmachen? Er nimmt eine Münze. Ja, und geht einfach zum Schlitz hin. Und macht die Tür auf. Macht die Tür auf mit einer Münze. Ja, mit wahrscheinlich einem Schilling. Ja, genau so. Der ist flach genug, weißt du? Nein, oder weißt du, mit 10 Groschen verbiegen, das Aluminium. Richtig biegen in Form des Schlüssels. Ja, genau, richtig. Na, und dann geht er rein bei der Wohnungstür. Richtig, und was passiert? Er wird eine Gitarre fällt vom Himmel und bam! Er ist knocked out. Knocked out, im Boden liegt er. Der Max weiß gar nicht, weil er hat die Folge nicht gesehen. Ja, und jetzt der Max sitzt die ganze Zeit da und reißt die Augen auf. Das ist das erste Mal, dass wir aktives Feedback während der Folge haben, was wir sagen, irgendwie Sinn macht. Also Max, Zwischenbilanz. Oh mein Gott, ich habe die Folge nur die letzten 10 Minuten gesehen, glaube ich. Den Gesang, ja. Ja, den Gesang am Schluss. Aber das ist wirklich sehr kurios, was ich da höre, also offensichtlich. Ich kenne Cotton überhaupt nicht, ich sag's gleich dazu. Wirklich gar nicht, ich habe nichts davon gesehen, auch nicht das Kind. Und für mich ist das komplett neu, was da alles passiert. Sehr gut. Hört sich sehr, sehr strange an. Okay, ausgezeichnet. Erstes aktives Feedback. Die 30% gut mitbekommen. Weil du bist unsere Zielgruppe, mehr oder weniger. Also von daher,
Großartig. Ja, und dann kommen wir zur Folge zurück. Er erwacht und die Mama... Max, und bringst du mir auch ein Bier mit, bitteschön? Ja, mir auch, bitte. Mir ein dunkles. Mir auch, bitte. Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Zuhörer und Zuhörer. Das Bier wird der. Ja, muss, ja, man, genau. Muss man verändern. Ja, richtig. Jedenfalls, was passiert ist... Er wacht auf, liegt auf dem Küchen, also auf dem Wohnzimmertisch, ja, genau, und richtig. Seine Frau hält ihm einen Waschlappen auf den Kopf und ja, seine genau, Mutter pachelt ihm zu mit einem Tüchlein. Genau, richtig. Auf das er wieder aufwacht. Ja, und genau. Und sie sagen ihm eben, dass sie sich unwohl fühlen und weil jemand immer wieder angerufen hat und er weiß ganz genau, dass es der Horak ist. Genau, weil er will ihm ja, der Horak hat ja vor, den Gott dann abzumuchsen. Entschuldigung. Und was eben passiert ist, er wird rausgeworfen aus seiner eigenen Wohnung, er soll woanders wohnen. Ja. Und wohin geht er? Ins Buff. In die Schönheitsbar. Also, ah ja, genau, richtig. Zum Schönheitstanz. Wo endlich wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, endlich wieder echte Live-Brüste zu sehen sind. Auf seinem Notizheftchen steht ganz groß geschrieben, Titties! Ja, genau, richtig. Ja. Mit einem fetten Rufzeichen. Ich war weil ich habe gedacht, dass sie, weißt du, so ein Scheißding drehen, wo sie drehen, sie dreht sich ja um und ja, tut und das, sich runter, runter und dann schneiden sie weg. Man glaubt, dass sie nicht mehr raus ist, aber dann plötzlich, ja, und dann war ich sehr froh darüber, natürlich, dass das passiert ist. Hat es auch schön rausgerufen, so, und nicht, ja, so wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann eigentlich den Track derzeit nicht normalisieren von der Lautstärke. Das heißt, der Emi, es tut mir urleid, dass er so laut gebrüllt hat. Wenn ihr die Kopfhörer urlaut an... I'm sorry. Oder in der Arbeit. Wo dann, nein, ich habe nämlich gehört, dass manche sich das während der Arbeit anhören und dann schreit auf einmal jemand, Titties, urlaut im Büro. Es gibt, schaut sich das im Büro an, während der Arbeit? Ja. Nein. Das beste Werbung ever. So, woher kommt das? Oh nein, nein, das ist nur mein Podcast, den ich anhöre. Ja, genau. Der beste Podcast Twins, ne? Genau. Österreichs. Oh, und richtig, davor passiert dann noch etwas. Haben wir was ausgelassen? Die Bombe, das ist ja schon am Weg zum Konzert, nein. Genau. Oh ja, vor dem Konzert. Ja, genau. Weil das war ja nämlich so ein lustiger Nebenerfolg. Ja, das war der erste Mord von... Die Frau von ihm steigt mit ihm ein. Ja, das ist der erste Mordversuch vom Horak. Horak, genau. Genau. Richtig, und er so, ja, was sammelst denn du da? Sie sagt das auf dem Beifahrersitz und holt eine... Diese Bombe. Nein, die schaut aus... Schaut genauso aus, wie man sich eine Bombe vorstellt. Eine schwarze Kugel mit einer Zündschnur weg, ja, die gerade brennt. Ja, und die brennt gerade so. Und er wirft sie raus. Ein Typ aus einem Kanal, der weiß angezogen ist, der in vorigen Folgen schon aufgetaucht, ja, ist. Schnappt aber sie. Null Idee, was der da macht. Null Rehwack. Fangt sie auf, wirft sie weiter, sie fällt über eine Mauer und ein ganzes Gebäude stürzt. Ganz überall angespielt, so wie bei einem schlechten und bei einer schlechten Armee-Werbung. Ja, es ist großartig. Es einfach das Gebäude stürzt plötzlich. Nein, es war ein kontrollierter Zündung, ja, ja, eben, von dem, ja, Gebäude, aber es stürzt einfach. Aber es fällt einfach rein, so ein schöner, richtiger alter Bau. Oh, urgut. Das war so lächerlich und großartig. Wirklich, und dann steckt wirklich die gut. Die Frau von ihm steigt immer aus und sie fahren gemeinsam zum Konzert. Das war eben davor noch. Genau, richtig, ja. Und jetzt ist er mal wieder in der City-Bar. Genau, richtig. Ja. Und, da kommt aber davor noch eine zweite Bombe, habe ich gestellt. Richtig, genau, ja. Jetzt wird es Zeit. Weil er wird auf dem Weg von zu Hause, er fährt ja dann von zu Hause weg. Er fährt vom Pilch weg. Und der Schremser. Warum war er der Schremser steigt mit ihm ein. Richtig. Steigt mit ihm, genau, die steigen mit ihm zusammen, weil er beim Pilch ist, weil er vom Fall weggenommen wird. Genau. Offiziell. Weil er trotzdem, weil er entführt worden ist, obwohl er anwesend war. Genau, richtig, ja. Wir haben so viel ausgelassen, glaube ich. Ja, wir haben gerade 10 Minuten übersprungen. Oi. Okay. Jetzt kommt auch das mit dem Anwalt, glaube ich, auch noch vorher, oder? Ja, okay. Jedenfalls, was passiert ist. Der Pilch schmeißt den raus aus der Ermittlung. Ja. Und der Schremser sagt dann eben, er möchte trotzdem noch, dass er mit ihm weitermacht. Und dann wollen sie zu dem Anwalt fahren, weil der Anwalt eben gesagt hat, dass sie die 2 Millionen Lösegeld zahlen wollen. Ja, genau, richtig, ja. Nein, zur Frau fahren sie, aber der Anwalt ist dort. Ah, okay. Jedenfalls, und er merkt schon, also er merkt, die Zuschauer merken es nicht, während ein Einsteigen weiß er schon, dass eine Bombe drinnen ist. Ja, aber der Zuschauer sieht zuerst, dass der Horak eine Bombe ins Auto reinlegt. Diesmal eine Zeitbombe, nicht eine Zündschnur,
sondern Hightech. Ja? Ja. Das ist immer noch die scheiß gleiche schwarze Kugel. Richtig, nur dass sie mal nach ein paar Sekunden anfängt zu explodieren. Ja, genau. Und sie fahren in Landstraße entlang. Ja, also zuerst steigt er ein, merkt nochmal, dass eine Bombe liegt und schmeißt sie raus. Nein, nein, er schmeißt sie erst auf der Landstraße, richtig. Ja, sie fahren auf der Landstraße. Man denkt nämlich schon, der Schremscher steigt da noch ein und man denkt schon, ui, jetzt ist Gefahr. Ja. Die haben die Bombe noch nicht bemerkt und sie fahren schon los. Warum explodiert er noch nichts? Ja, genau. Und dann eben während der Fahrt sagt der Cotton, bester One-Liner, jetzt wird's Zeit. Und nimmt die Bombe, schaut zum Schremser und wirft sie aus dem Fenster. Aber die Explosion ist auf der anderen Seite von der Straße, weil da wahrscheinlich die kontrollierte Zündung war. Schlecht oder gewollt, das kann man sich selbst überlassen. Definitiv gewollt. Also da, wenn Sie so ein Detailgrad drinnen haben in der Folge, dann werden Sie sich das auch gedacht haben. Und ich dann schon mitbekommen habe, das Auto hat immer noch keine Zerstörung gehabt. Du hast nämlich vorher gesagt, das Auto ist bis jetzt jedes Mal zerstört worden. Warum steht es noch? Ja. Und dann steigen sie aus. Steigen sie aus bei der Frau vom Wellner. Ja. Und keine 3 Meter weg, boom, explodiert das Auto. Ja, genau. Und damit ist das Auto wieder mal draufgegangen. Ich schon mitbekommen. Ah, das war auch einer der Running einer Gags. Einer der Gags, genau, ja, was du eben gesagt hast. Ja, okay. Und dann eben kommt er eben in die Tiddy Bar. Jetzt sind wir wieder bei der Tiddy Bar. Naja, das müssen sie mit dem Anwalt reden. Und der Anwalt sagt richtig, eben, dass sie die 200 Millionen Schilling. Ich habe noch den Finger im rechten Winkel. 200 Millionen Schilling. So eine Summe existiert gar nicht. $1 Billion. Ja, eben, genau. Und sie sagen eben, sie möchten diese Übergabe machen. Weil sich die Platten auf einmal wieder verkaufen. Verkaufen, weil er verschwunden ist. Und da hat die schon den ersten... Oh. Ja, er hat sie schon durchschaut, die Folge. Der Paul hat die Folge dann schon durchschaut. Ja. Richtig. Aber dann eben sind wir... sind wir in der Tilly Bar. Dann plötzlich in der Tilly Bar. Und ich habe mir aufgeschrieben, Ober sind scheiße. Aber ich weiß nicht, was da... Ja, wie war das? Das war doch so, dass der sei dann... Bitte erzähl das. Cotton sitzt da und ruft den Kellner zu sich. Also, komm mal. Und der Kellner kommt dann hin, so ein netter, dicker, bärtiger Mann, also Schnauzer. Und sagt dann, Cotton fängt dann an mit, kennen Sie mich? Na, ich bin der Cotton. Ich habe vor 30 Minuten einen Mocha bestellt. Woraufhin der Kellner dann wieder rübergeht zur Bar... Und sagt dem scheiß Polizisten... Schreib mal auf, schieb mal auf. Keine Ahnung. Keine Ahnung, jedenfalls. Kam nicht schön rüber. Ja, jedenfalls, dann sehen wir eben die Brüste. Die Brüste und dann, setzt sich die Prostituierte. Die wir ja schon aus der vorigen Folge kennen. Ah, aus der vorigen Folge, okay. Ich glaube, es war die vorige. Es war auf eine rothaarige, nicht allzu schöne Frau. In den 80ern, ja, ich weiß. Du, die Schminke... Warum mache ich diese Zeit so runter? Das war eine Wir haben sie alle nicht erlebt. Ja. Dadurch ist sie automatisch furchtbar. Richtig. Sie setzt sich halt zu ihm und sie fangen dann an zu quatschen. Dann kommt der beste Satz. Eigentlich war das der beste Dialog ever. Magst du ihn mit mir nachspielen? Wen muss ich denn spielen? Ich kann den Text von ihr nicht. Also von ihm. Kannst du nur von ihm oder wie? Ja. Also ich weiß nur seinen Spruch. Ja, den habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Aber was hat sie denn gesagt? So, sie hat ihn ja einmal gefragt, ob er Probleme hat mit seiner Frau, weil sie gemerkt hat, dass er einen Ring am Finger hat. Und naja, sie weiß schon, dass er verheiratet ist. Ja, weiß sie auch schon. Ja, das hat er ja schon vorher erzählt. Und sie fragt ihn dann, ob sie mit ihm ins Nebenzimmer kommen könnte, ob sie mit ihm ins Nebenzimmer will. Nein, einfach ins Zimmer von ihr. Zimmer, ja. Weil und sie gibt auch Privatvorstellungen. Ja. Und daraufhin hat dann der Cotton gesagt, Ich rauche nichts. Ich trinke nichts. Ich sauf nichts. Und ich habe nichts mehr an der Frau. Und währenddessen hat er... Das war ein Fehlpoll. Ja, sorry. War nicht so toll. Machst du es nochmal, bitte. Ich rauche nichts, ich sauf nichts und nichts mehr an der Frau. Ja, und währenddessen hat er halt ein Whisky-Cola stehen. Auf dem Tisch und stehen. Und hat eine Zigarette in der Hand. Und spricht eben gerade mit dieser anderen Frau. Also. Ja, eben, es ist so 2 for 3, weißt du, wenn schon, dann 3 for 3. In dem Fall. Und er marschiert dann auch mit ihr ins Zimmer, aber sie trinken einen Kaffee, ne? Das wurde behauptet. Und weil er eben nicht zu Hause schlafen kann, hat er eben das Zimmer gemietet in dieser Titi-Bar und legt dann kommt eben plötzlich in der Nacht, sieht man wieder, wie der Horak angeschleicht kommt und... Vor allem, es steht auf dem Zimmer vom Cotton, steht noch ein Zettel, wo Cotton draufsteht. Wahrscheinlich hat er schon öfters geschlafen, weil die Frau öfters raus hat. Ja. Vielleicht mag er die Titi-Bar, was weiß ich. Vielleicht trinkt er gerne einen Kaffee. Mhm. Und naja, der Horak schleicht sich dann eben rein mit einer
mit einer Pistole mit einem Schalldämpfer. Und ja, man sieht Hightech-Killing Nummer 3, also fortgeschrittener als eine Bombe mit Timer. In Österreich sind Schalldämpfer verboten. Ich weiß nicht, ob das damals schon so war, aber jetzt ist es auf jeden Fall so. Für privat und für militärischen Gebrauch verboten. Ja. Dem Secret Service von Österreich. und er sieht dann, man sieht eben, wie ein, im Bett eine Gestalt liegt. Ja. Und der Horak schießt dann eben dreimal rein. Also, piu. Man hört nichts, aber man sieht schön, wie dann plötzlich der Bereich der Decke sich senkt. Und es war so, als ob Luft ausdringen würde. Ja, genau. Und der Horak steht dann hin und macht die Decke weg und man sieht, da liegt eine Sexpuppe im Bett vom Gottern. Und der Kotter schleicht sich dann. Perfektes Double. Perfektes, ja, natürlich, Double. Ja, auch die Brüste. Ja, genau. Ja, und dann kommt eben der Kotter. Kommt rein, schnappt ihm die Waffe weg und stellt ihn, aber er kann dann abhauen. Ja, er haut ab, weil der Kotter glaubt, dass keine Kugeln richtig in der Waffe sind. Und woraufhin auf den, weil auf den Boden sieht, schießt er. Der Horak ist verrückt, aber nicht dumm. Er würde die Waffe nicht hergeben, wenn er nicht wüsste, dass nicht mehr Patronen drin sind. Ja, genau, richtig. Und daraufhin schießt er auf den Boden und pschuh, noch im Boden. Oh. Ja, genau, richtig. Und dann kommt schon die Szene. Ja, dann ist am nächsten Morgen, befinden wir uns auf der Kettenbrückengasse. So die Station gut. Auf allem, der U4, die immer noch gleich ausschaut. Nein, vor allem damals wahrscheinlich, weil sie ist ja generalsaniert worden mal. Das heißt, sie schaut genauso aus nach der Generalsanierung, wie vor 30 Jahren ausgeschaut hat. Na, jetzt ist sie generalsaniert worden. Wann ist die gebaut Jahren. Worden? Ist die nicht in den 60ern gebaut? Nein, Kettenbrückengasse. Das war ja früher Stadtbahn. Stadtbahn war U6. Nein, aber das ist Jugendstil. Das ist Jugendstil. Das ist noch, die U6 ist die Stadtbahn. Das ist noch während den KMK-Zeiten gebaut worden. Oh. Ja, das Moment ist alt. Mal, ich dachte, die Bögen ganz oben. Ja, das ist Teil davon. Das ist auch Stadtbahn. Ja, das ist Teil davon. Und der Bereich, der neue Bereich, ab wann wechselt das dann? Ich weiß nicht, wann der U4 Ausbau war. Das klingt nach 90er, später 80er. Ja, nein, sie haben ja das immer segmentweise gemacht. Okay, also irgendwann ist dann Übergang plötzlich, wahrscheinlich bei der Längenfeldstraße. Aber jedenfalls haben sie das Gebäude, ich finde es halt cool, dass es jetzt, nachdem es wieder so ausschaut wie vor 30 Jahren. Ziemlich cool, ja. Ganz weiß und grüne Dächer, ne? Ja, also, genau. Wie man die Kettenbrückengasse halt kennt. Ja, genau, richtig. Viel zu lange. Und da wird dann eben, aber geile Struktur, ne? Ja, und jedenfalls, da kommt die U6, schaut immer noch genau gleich. Die U4. Also die U4, ja, genau. Und schaut immer noch genau gleich aus. Richtig, ja. Die Silberpfeile. Ja. Und der Anwalt Schrammel. Der Anwalt und der Schrammel steigen ein und der Anwalt trickst ihn raus und hupft raus. Mit dem Koffer halt, in den Koffer. Und der Schrammel hat den Koffer nicht und ist dann in der U-Bahn gefangen und die U-Bahn fällt weg. Ja, genau. Und der Anwalt, den man kennengelernt hat bei der Frau von Rainer, genau, hat halt mitgemacht bei der Übergabe, richtig, hat den Koffer noch bei sich. Genau. Geht dann wieder raus mit dem Auto und fährt davon. Man muss aber sagen, dass der Schremser und dass der Kott dann beobachtet haben, dass die da ausgestiegen sind. Ja, genau. Und dann auch gesehen haben, wie das Auto wegfährt wieder. Und sie verfolgen ihn. Ja. Und was ich dann aufgeschrieben habe, war eben Lichtblick im Kopf, was der Emi gesagt hat. Ja. Der Emi wollte Geistesblitz sagen, hat aber nicht gewusst, was Geistesblitz ist, hat es umschrieben und hat gesagt Lichtblick im Kopf, ich viel besser finde als Geistesblitz. Danke. Lichtblick im Kopf. Ich habe, seit ich aus der Schule raus bin, einen Wortschiss. Ich komme nicht mehr mit Worten klar. Ich habe schon in der Schule sehr viele Probleme gehabt, damit flüssig zu sprechen. Genau. Aber ich habe jetzt noch mehr Probleme, einfach Worte zu finden. Jedenfalls nach einer längeren Verfolgungsjagd, die dann in einem Kino endet, wo sie dann den Anwalt... Und zuerst gedacht, das ist das Gartenbaumkino, aber es war ein ganz anderes. Das Softkino, das gibt es glaube ich nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls zwei Anwälte werden gestellt, weil er hat ein Double angestellt und beide Koffer sind leer. Genau. Weil das Geld ist ganz woanders. Das hat nämlich die Tochter mitgenommen, weil er mitbekommen hat beim ersten Besuch beim Wellner. Mhm. Sie hat das Geld im Rucksack gehabt, und hat das zwei Männern übergeben vor der Schule dann. Genau, richtig, ja. Und damit ist das Geld bezahlt und der Obdachlose taucht auf. Yeah. Der beste Running Gag. Da warst du ja schon ever. Da, oder, Max? Da ist dann der Marx eingetreten. Und was passiert? Der Obdachlose sitzt also auf einem Teich. Ich weiß nicht, vielleicht war das, glaube ich, das sogar, war das der im Burggarten? Das kann sein, ja. Sitzt im Teich und fährt mit einem Schiffernackel. Vor allem, das ist eins von den Rettungsbooten. Ja, voll. Der klaut einfach ein Rettungsboot und ein Surfboard anscheinend, auf dem sein Hund steht. Ja, der Hund ist nämlich mit einer Leine mit dem Surfboot angehängt ans Boot und steht einfach nur auf dem Surfboard drauf und wird hinterhergezogen. Bester Hund. Coolster Hund. Ziemlich, coolster Hund. Und irgend so ein anderes Schifflein wird dann wird mehr oder weniger eigentlich Ruderboot, wird ins Bild hineingeschoben, weil das, anders kann man sich beschreiben, plötzlich ist es da, also wusch. Ja,
Und der Obdachlose fährt halt dann in das Schiff, in das Boot hinein. Entschuldigung. Nein, ja, genau. Und es stellt sich heraus, dass es der Robert Wellner. Gefesselt. Und in seiner Leopardenhose. Ja, und regungslos. Was der Obdachlose gleich damit interpretiert, dass er tot ist. Ja. Aber er nimmt sein Walkie-Talkie raus. Ziemlich modern. Oh, urgut. Nein, das hat er ja schon seit ein paar Folgen. Ja, ich habe ja schon mitbekommen, dass der Obdachlose immer wieder vorkommt und immer wieder die Leichen findet. Ja, genau, richtig. Und er assoziiert, ja, oh, er hat wieder die Leiche gefunden, also muss er den Kottern anrufen. Ja, genau. Und er so, oh. Und dann redet er ein bisschen, dass er die Leiche eben gefunden hat. Und dann bewegt er sich auf einmal und er sagt, die Leiche lebt! Die Leiche ist lebt! Ist für dich, Kottan. Ja. Mach's gut! Ja. Hat er wieder rein und ihn zurück in die Tasche. Genau, richtig. Und nächste Szene ist dann auch, glaube ich, schon... Beim Pilch wieder. Pilch? Der Präsident sieht rot. Richtig, das habe ich hier stehen. Warum steht da Prammel? Wer war Prammel? Prammel? Du meinst Schrammel. Und damit meinst du... Aber ich meine eigentlich den Pilch. Ja, weil dann ist ja der Kottan wieder beim Pilch im... Ja. Im dekadentsten Büro. Wo man niemals die Köpfe der Figuren sieht, die hinten als Gemälde aufgehängt sind. Es ist definitiv Pilchs Kopf, aber sie haben einfach das Budget nicht gehabt, jemanden das übermalen zu lassen. Oder, weißt du, sie haben es in, keine Ahnung, irgendwo in Dings gedreht. In Hongkong. dazu kommen wir noch. Nein, sie haben es im Dings gedreht, im Schloss Schönbrunn. Ach so? Nein, das wäre nur meine Idee jetzt für den Raum. Weil es urdekadent und barock ist. Ja. Und einfach urviel klumpert am Tisch. Ja. Eine Messingfigur neben der nächsten. Ja. Ziemlich opulent. Opulent. Und man war ja schon einmal beim Pilch im Büro und hat schon gesehen, da ist hinten und direkt in seinem Kopf ein Spruch gestanden, an den ich leider nicht erinnern kann. Aber diesmal ist ein Spruch gestanden, im Bild ein anderer Spruch, auf rosarotem, in rosarotem Papier, auf weiße Schrift auf rosarotem Papier, nämlich der Spruch, ein Präsident sieht rot. Und wir haben dann schon das assoziiert damit, dass er ziemlich wütend sein wird. Und dass er sagt einfach, das wird jetzt der Fall ist abgeschlossen, weil er ist ja wieder auftaucht, also alles zum Besten. Und was passiert? Also er flippt mal aus, er wird ziemlich laut und sagt, er hat jemanden, kleinen Finger. Ja, weil und sie ja in einem Konkurrenzkampf stehen. Also stehen in einem Konkurrenzkampf. Und ich habe mir dann schon gedacht, aha, was kann das bedeuten? Ne? Und dass vielleicht die Prostituierte sein kann, die vorher gemeint hat. Das war eine sehr gute Assoziation später. Dass sie gemeint hat, sie hat drei Stammkunden. Ich habe mir schon gedacht, weil der Kott daneben mit der Prostituierten herum techtelt nämlich halt, dass der Pilch heißt da, ne? Nicht Prammel. Pilch, nicht spucken. Dass der Pilch einer dieser drei Stammkunden sein soll, habe ich so assoziiert. Mhm. Aber es stellt sich dann raus, nicht wenig später, dass es eine andere Konkurrenz ist, die sie haben. Und zwar sind sie bei der Showchance. Showchance? Weil es ist, oder Showchance, ist es eine deutsche Show? Häufig kommt vor, das kann man noch sagen. Die Showchance? Oi, ich werde Hate-Mail von den Deutschen bekommen. Der kommt ja dann vor, aber wir haben ja noch zwei Szenen dazwischen. Ja, genau. Eine Szene, also er geht dann raus, der Kottan, und nicht Bramme Pilch, fängt zu kichern an und ich mache Merchandise-T-Shirts mit Pilch seinem Kopf und unten steht Bramme. Du musst mir noch ein T-Shirt machen, erinnerst du dich? Ja, mache ich dir. Du musst mir das ausdrucken, bitte, dieses riesengroße Smiley von mir. Ja, ja, du willst das nur auf Band haben, damit du mich verklagen kannst. Ich will dich nicht verklagen, aber ich will dir das vorhalten. Oh, ja, genau, richtig. Was waren die zwei Szenen noch? Ja, einerseits also geht er noch raus und dann sitzt er noch mal im Café mit Wellner. Wellner, genau, richtig. Wellner und sagt ihm eben, dass... Er weiß, dass er das Ganze ein Publicity-Stunt war. Und dass die 2 Millionen von der Polizei kassiert worden sind. Nein, der Wellner hat geglaubt, dass jetzt, wo er es rausgefunden hat, der Kottan aber Geld haben möchte. Aber er will kein Geld, sondern... Er will einen Auftritt bei dieser Show-Chance. Nein, wie? Ja, genau, die Show-Chance und zwei andere Sachen. Ein Autogramm. Ein Autogramm für seinen Sohn? Ja. Das waren jetzt zwei Sachen. Naja, stimmt. Zwei Sachen. Oh ja, richtig. Schau. Wow. Gut, dass du dir Sachen aufschreibst und ich mir Sachen aufschreibe. Ja. Dann habe ich da noch stehen, Promotion und Entführung. Ja, eben. Also für die Promotion. Dass das ein Promotion-Ding war. Jedenfalls. Nein, der Horvath versucht nämlich noch einmal den Dings zu löhnen. Das ist doch eine Szene. Oh ja, urgut. Danke, dass du... Oh, das war das Beste. Weil so wird das nix. Ja, genau, da sitzt dann in der Kottan in seinem Stuhl zu Hause, hört Musik und mit einem riesengroßen Kopfhörer. Ja, und von hinten kommt der Strick. Kommt der Horak und versucht mit einem Strick ihn umzulünchen, abzuwürgen. Ja. Und der Kottan springt auf. Hebt ihn zum Zeigefinger in die Höhe und sagt, so wird das nix. Ja.
Und dann in die andere Richtung des Raums, wo halt die Kamera steht. Und ja, die Kamera wendet sich auf die andere Seite, also steht auf der anderen Seite, und plötzlich ist der Raum voll mit Polizisten. Und es sind drei Szenen. Drei Szenen, also drei Bilder, wo die Polizei gezeigt wird. Und es wird jeweils ein Teil von dem Raum gezeigt und es sind immer mehr Polizisten. Ich glaube, am Schluss waren so 20 oder 30 mindestens, Polizisten. Mindestens 30. Und das hätte der Horak natürlich sehen müssen, wenn er in den Raum kommt. Das ist einer der besten Szenen überhaupt. Da kommt dann eben noch den Mittelfinger und dann kommt die Szene mit der Showchance. Gott, dann zeigt mir noch den Mittelfinger. Genau, richtig. Ja, und der Horak geht wieder. Genau. Er probiert es halt wieder mal. Irgendwann. Ich glaube, das ist, weißt du, das ist so der Nemesis-Charakter vom Kopf. Wie Sherlock Holmes seinen, wie heißt der? Moriarty. Moriarty hat. Ja. Das ist der österreichische Moriarty. Oh mein Gott, ist das... Das ist so genial. Ja, genau, richtig. Nur nicht ganz. Nur nicht ganz. Richtig. Und dann kommen wir zur Showtime. Genau, erstmal tritt da so ein netter, dicker Mann auf mit weißem Haar. Du meinst der bessere Häupl. Der Häupl von damals. Und schon wieder hat Cotton ermittelt ein Event der Zukunft rausgefunden, nämlich dass der Häupl noch dicker wird, noch rotwangiger und anscheinend... Weiße Haare hat. Und weiße Haare hat, genau, das ist die, noch in 10 Jahren, wenn der Häupl noch immer Bürgermeister ist. Ob der noch so lange lebt, ich weiß nicht. Du, keine Sorge. Der Wein hält den der fit. Der Wein hält den fit, ja, definitiv. Oi, oi, oi. Ja, ich glaube sowieso, dass der Häupl sowieso schon der dritte Häupl ist. Den Sith. Ja, das sind Klone, das sind Klone von... Nein, er ist wie ein Sith-Lord. Weißt du, er hat so auf der Seite hat er noch etwas, wo er dann wieder einfährt, aber jedes Mal wieder halt rotwangig. Er ist ein Sith-Lord, sein Gesicht, er ist auf der... Das ist alles, das ist nicht sein Körper, das ist alles nur Rüstung. Das geht dann auf und darunter hast du einen ganz weißhäutigen... Er ist auf der roten Seite der Macht. Hat er, glaubst du, ein rotes Laserschwert? Nein, weil die dunkle Seite der Macht hat ein rotes Laserschwert. Das ist die rote Seite der Macht? Ja, keine Ahnung. Rot? Ein grünes? Nein, das ist auch schon vergeben. Ah, shit. Ja, alle Basisfarben sind sogar schon vergeben. Sogar rosa-rot gibt es nicht mehr. Ja, eben, das hat Mace Windu. Windu. Oder Samuel L. fucking Jackson. Bryce, motherfucker. Yeah. I hate that fucking snake on that fucking plane. Okay, gut. Komplett anderes Ding. Yeah. Jedenfalls. Bessere. Ich habe da noch aufgeschrieben, also. Und der Pilz sieht wirklich gut. Häupl 22 Stunden, wollen wir das ansprechen? Nein. Nein? Nein. Wir werden hier nicht sozialkritisch, ne? Wir werden nicht politisch, nein. Definitiv. Wir haben auch schon über Häupl geredet. Ja, eben, das ist ja. Okay. Weißt du, Emi, ich rauche nichts. Ich sauf nichts und ich hab nichts an. Brave Paul. Genau, richtig. Ihr könnt das Hexenkreuz nicht sehen, also hatte ich seine rechte Hand. Du meinst, dass die Skulptur von einem Hexenkreuz, die ich hinter mir stehen habe, die 2 Meter groß ist? Wow, wo kommt das denn her? Ja, habe ich aus Papier mal so sehen wir dann. Cotton singt und man merkt, dass die Konkurrenz, die der Pilch ihm ankündigt, ja, dass die dann eben eine Sangkonkurrenz ist, dass sie gegeneinander ansingen. Ja, genau, richtig. Song. Show Chance. Und es fängt der Pilch. Und ich fand das eigentlich ziemlich gut, diese deutsche Musik. Ich habe eigentlich geglaubt, dass das ziemlich gut ankommen wird, aber... Und der Pilch genau, weil andererseits noch genau, der Wellner, heißt er? Ja, Wellner sitzt da in der Jury. Und schiebt die ganze Jury. 5 ja. Leute waren es. Ja, genau, richtig. Ja. Und damit hat wieder Cotton Ermittel hat noch etwas vorher gesagt. Die ganzen, oder die gab es damals auch schon, aber diese Perversion jetzt heutzutage von alles muss deine große Chance. Österreich hat irgendein verficktes Talent, ja. Ja, Star-Mania, all das, ja. Wieder. Cotton ermittelt. Vorher hat irgendwas mit Britney Spears, oder? Britney Spears war doch auch noch ein ganz. Ja, wegen Playback. Genau, das kommt ja dann weil sie singen. Also zuerst singt der Pilch und das klingt eigentlich ziemlich gut, wie ich finde. Mhm. Aber die Jury wird geschoben und deshalb kriegt er nur eine Schulnote 3. Ja, genau. Richtig. Dann tritt der Cotton mit seiner Band auf. Wie du gesagt hast, heißen sie Cotton... Cottons Kapelle. Cottons Kapelle. Und sie haben die falschen Instrumente und sie spielen Playback. Ja. Und Cotton singt. Nicht. Ja, also tut so. Alles Playback. Er ist die Britney Spears Österreichs. Mhm. Sorry, Britney Spears, Leute. Ich liebe Toxic, aber sonst... Nee. Kennst du die Pagan-Metal-Version von Toxic? Es gibt eine Page. Von Trollfest, das ist eine norwegisch-deutsche Kombination. Ah, cool, das klingt. Ja, das hören wir uns danach an. Das ist richtig punkig. Ja. Jedenfalls, der Cotton gewinnt am Schluss. Mit genau, 3 Auftritte. Der Pilch kriegt eine 3, der Cotton kriegt natürlich eine 1, weil er geschoben. Ja. Dann beim zweiten Auftritt, der nicht mehr so toll war. Also der erste Pilch-Auftritt, der war ziemlich gut, da haben wir auch laut gedreht. Damit er dann versucht mit dem Subwoofer, weil der Subwoofer ist kaputt. Mhm.
Und dann kam die, da kam das, der zweite Auftritt von Pilch, da haben alle meine 3 gegeben, bis auf der Wellner, der hat mir eine 4 gegeben, das habe ich aufgeschrieben. Ja. Kotan hat 3x 1 bekommen. Und Pilch hat sogar beim dritten Auftritt eine 6 vom Wellner bekommen. Ja, genau, wie auch immer das geht. Ja, von keinem anderen eine 3, also von allen anderen eine 3. Ja, genau. Und dann eben... war plötzlich das Ende. Richtig. Also, Häupl überreicht mehr oder weniger dem Kotan, Häupl, ja. überreicht dem Kotan den Gewinn. Zeitreisender. Häupl ist in die Vergangenheit gereist. Wird in die Vergangenheit reisen. Wird in die Vergangenheit, gereisen sein. Gereist werden. Gerissen sind. Zerrissen sein. Gerissen sein. Nein, werden. Zukunft 2. Jedenfalls. Gerissen worden sein. Ja, genau. Jedenfalls. Gereist worden sein. Gerissen. Dann sind zwei Hälften vom Häupl liegen da. Oh, er hat es in die Vergangenheit geschafft, aber er ist gerissen. What the fuck? Den Zeitstrang nicht erwischt. Ja, genau, er ist nicht gescheit kupft. Er hat einen Herzinfarkt. Den alten Knöcheln da. Und dann war es zu Ende, dann ist genau, der Abspann gekommen. Und das, nein, er hatte das Lied nochmal gespielt, weil das so, also ja, vorher war das Lied, ein schönes, teures Lied. Wahrscheinlich, ja. Hat er eine Zugabe gegeben und das Lied nochmal gespielt, haben sie dann nochmal abgespielt. Ja, währenddessen der Pilch sagt, pfui. Ja, genau. Pfui, Schiebung. Wie sie gesagt haben, dass das maximal noch die Großmutter sagt. Heutzutage. Keiner sagt mehr pfui. Ja, weiß nicht. Zum Teufel vielleicht. Okay, pfui würde ich... Zu einem Hund sagst du pfui. Ja. Pfui, friss die Scheiße nicht. Ja, nein, genau. Pfui. Aber als Ausspruch, glaube ich, ich habe das nicht mehr schon lange nicht mehr gehört. Ich war noch nie in einem Hundepark. Ich habe mit Hunden nichts anzufangen. Ich bin ein Katzenmensch. Ah, okay, right. Ja, und dann im Abspann sehen wir noch, dass das Copyright 1949 war. Ja, genau. Und das Made in Hong Kong war 1982. Genau. Irgendwas. Ja, eben. Dann erscheint doch mal das ORF und das ZDF. Kombi-Logo und mit aus der Katze. Mittendrin im ORF O befindet sich eine Katze, eine graue, mit 4 oder 5 grünen, dicken Haaren nach hinten gekämmt. Und eine Sonnenbrille. Und fängt an, eine gelbe Sonnenbrille. Ja. Und fängt an so, ja. Und fängt einfach an zu brüllen wie der, wie heißt denn das? Metro-Goldwyn-Mayer-Löwe. Genau, ja. Und dann ist die Folge zu so aus. Zu Ende. Ja. Genau. So, wir haben alles durchgemacht. Wow. Ziemlich, ja. Ja, ich will noch ein Fazit von dir hören. Ein Fazit. Würdest du generell Kotan ermittelt weiterempfehlen, und das will ich von dir, Max, auch hören, würdet ihr Kotan ermittelt weiterempfehlen und war diese Folge wirklich gut oder nicht? Oh, das ist eine Suggestivfrage. Wie fandet ihr die Folge? Also, erstmal habe ich angefangen, ich werde das auf jeden Fall jetzt mal weiterverfolgen. Erstens deine Podcasts und andererseits werde ich mir die ganzen Filme anschauen. Okay. Also die Folgen. Ja, es sind filmartige Filme. Wie lange hat das gedauert? 1,5 Stunden? Nein, das waren 40 Minuten. Wirklich? So oder 60. 50 oder 60 Minuten. Kam mir eigentlich länger vor. Ja, hart, gell? Ziemlich. Ja. Aber gut gemacht. Es war eine sehr dichte Folge auf jeden Fall. Ist jetzt die ganze Zeit was passiert? Ja, eben. Das ist nämlich bei Kotan normalerweise nicht so. Es hat immer wieder Längen. Das war bis jetzt die intensivste Folge. Es war Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja. Ja. Also, du würdest Kotan damit weiterempfehlen. Zum Anschauen? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde das mal mit ein paar anderen Leuten vielleicht noch machen. Oh ja. Vielleicht komme ich auch einmal so als Gastlacher da vorbei. Wenn das wirklich ist, weil ich finde es ziemlich cool. Ja. Und wie ich die Folge fand, also wie du eben gesagt hast am Anfang, ich habe irgendwie geglaubt, dass eine Person sterben wird. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin enttäuscht, aber wenn man mir verspricht, dass da ein Mensch stirbt, Und es stirbt keiner, weil der Typ arbeitet in der Morddezernat und dann hat er nur was mit dem Film zu tun. Okay, der Name. Ich habe halt wirklich gehört, dass jemand sterben wird. Okay. Also die Person auf der Leiter, die zähle ich leider nicht. Das ist in meinen Augen nicht ein wertvoller Tod. Ja. Einer, der erwähnenswert wäre. Okay. Das wäre sein Gag. Max? Aber im Ganzen, also ich fand die Folge wirklich cool. Auch wenn keine Person gestorben ist. Es hat Spaß gemacht. Okay. Also ich bin überzeugt. Sehr gut. Okay, Max? Ja, also die 10 Minuten, die ich gesehen habe, großartig, definitiv. Das, was ich jetzt gehört habe von den Erzählungen, auch nicht übel. Wie gesagt, ich kenne Kotan bis jetzt überhaupt gar nicht. Jetzt muss ich wohl mit Folge 1 anfangen. Die sind noch 1,5 Stunden lang. Da spielen noch andere Kotans, also nicht ja, der Ja, das sind der zwei Lukas. Andere Schauspieler davor. Wie viele Folgen? Ja. Ich habe es auch nicht gewusst, ich habe geglaubt von Anfang, dass der Lukas... Hört euch die Recording an und schaut euch die Folgen an, ganz einfach, dann wisst ihr, was abgeht. Ja. Ja, von mir noch wirklich, wirklich gute Folge, vor allem weil ich ja die 10 davor schon gesehen habe. Wirklich gute Folge ist definitiv jetzt von was Kotan ist, definitiv ein Archetyp. Ein Archetyp? Mhm. Ja, ziemlich. Von der Idee, was Kotan sein soll. Von was die Allgemeinheit
sich jetzt davon vorstellt. Vorstellt, dass es ziemlich ja, aber wie gesagt, ich habe da 70% hab ich angenommen, wie das sein wird, und die 30% waren dann der Wahnsinn, wie du schon gesagt hast. Ja, eben genau, das war im 30% wirklich ein Wahnsinn, und das hat die Folge auch irrsinnig dicht und irrsinnig und lustig, gut gemacht. Und lustig gemacht. Extremst lustig gemacht. Also wir haben schon gelacht häufig, ja? Ja, häufig. Ich definitiv mehr als du, aber ja, aber ich bin auch leichterer zu erheitern. Mhm. Ich bringe mich meistens selbst zu. Und wir sind beide schon ein bisschen angeheitert. Leichter. Ja. Jedenfalls schließen wir diese Folge ab von The Recordoning. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Das, kommt das schneide ich nicht Zeit. Raus. Das schneide ich nicht raus. Das ist männlich. Darf ich auch einmal? Ja, klar. Ja, das war mädchenhaft, ich weiß. Das war immer noch... Egal, wurscht. Wir gendern jetzt nicht Rübser, wirklich nicht. Muss jetzt nicht sein. Okay, Emi? Ja? Bitte, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge von The Recordoning wieder dabei. Ja, ich frage, also, Dankeschön. Habe ich ein Schlusswort, oder wie? Ja, Schlusswort. Natürlich hast du ein Schlusswort. Habe ich nicht gewusst. Ja, Dankeschön, hat mich sehr gefreut, dass ich da mitmachen durfte. Ich wurde empfohlen vom Thomas, vom Thomas Eitler. Mhm. Kannst ja auch jemanden vorschlagen. Puh. Ja, aber nicht jetzt. Muss nicht jetzt. Ja, ich mache das dann irgendwann. Ja, ja, nicht, dass mich jetzt da hier... Ja. So, ich sag nochmal Dankeschön. Ja. Das war lustig. Liebe Grüße an alle, die mich kennen. Bussi links, Bussi rechts. Bis zum nächsten Mal. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Schöne Grüße an Freunde und Familie und alle, die mich kennen. Und schönen Abend noch. Ciao, Leute.